Sehr schön. Die Leidenschaft sind die alten Menschen, definitiv. Jeder, der da hier kommt, ist willkommen. Wir werden mit Menschenwürde pflegen und da bin ich glücklich darüber. Es ist so modern, es ist so Wahnsinn. In Verden ist in den vergangenen 17 Monaten etwas Besonderes entstanden. Sie sehen exklusive und authentische Einblicke in unsere Neueröffnung. Ein Standort mit Herz mitten in der schönen Stadt Verden. Die letzten Hände werden angelegt, um diese außergewöhnliche Seniorenresidenz für ihre Bewohner einzugsfertig zu gestalten. Bevor wir Ihnen im Detail Räumlichkeiten und Möglichkeiten sowie zahlreiche wirklich besondere Interviews begeisterter Mitarbeiter zeigen können, damit Sie eine ehrliche Einschätzung unseres Hauses bekommen, eine erste Botschaft von Dr. Ulrich Kranz, die erkennen lässt, mit welcher Leidenschaft wir unserer Berufung nachgehen. Sie kriegen, wenn Sie Ihren Job gut machen, direkt das Lächeln von der Person, die Sie versorgen. Und ich glaube, an der Stelle gibt es eigentlich keinen schöneren Job auf dieser ganzen Welt. Und wenn ich in den Häusern unterwegs bin, ich esse mit, ich schlafe dann meistens auch in den Häusern, dann kriegt man über die Gespräche, die man in Wohnbereichen führt, natürlich ganz viel mit. Hier sehen Sie schon den Lieblingssessel unserer ersten Bewohnerin und weitere persönliche Dinge, die wir gern individuell einrichten, um das Wohnen in unserem Haus besonders lebenswert zu machen. Was erwartet Sie nun noch in diesem ausführlichen Film? Wissen Sie, ob und für welches neue Zuhause man sich als Bewohner und auch Angehöriger entscheidet, ist nicht ganz leicht. Wir verstehen das und möchten Ihnen hiermit die Möglichkeit geben, diese Entscheidung auf Basis der notwendigen Bilder und vor allem der Menschen, die hier arbeiten, für sich treffen zu können. Mit aller Ausführlichkeit und auch Geduld, die dazugehört, eben die für sich richtige Entscheidung zu treffen. Nehmen Sie sich also die Zeit und hören Sie unsere Residenzleitung, die Verwaltung, viele unserer Pflegekräfte selbst und sogar unseren Verdener Bürgermeister Lutz Brockmann, der sich höchstpersönlich einen genauen Überblick über das ganze Haus verschafft. Lassen Sie uns einfach mit dem Bürgermeister direkt beginnen. Nach seinen offiziellen Grußworten gehen wir direkt in unseren Garten und durch das ganze Haus. Herzlichen Glückwunsch. Im Namen der Stadt Verden gratuliere ich der Unternehmensgruppe K&S zur wunderschönen Seniorenresidenz hier neu in Verden. Ja, und ich gratuliere auch der Ortschaft Dausen, denn es ist was ganz Besonderes, so eine neue Seniorenresidenz zu haben. Ich freue mich für viele Dausender. Ich weiß von einigen, die jetzt ihren Lebensabend hier verbringen können. Das ist neu. Und ich habe auch erfahren, es gibt auch einige Mitarbeiterinnen, die aus der Nähe kommen, die sich freuen, dass sie mit dem Rad und zu Fuß zur Arbeit kommen. Ich glaube, dass der Standort hier in Dausen wunderbar ist. Zentral gelegen, mitten im Leben, gut erreichbar und ich bin ganz gespannt, werde mir gleich den Garten anschauen, trotzdem schöne ruhige Ecken im Grün. Unsere Marketingleiterin Sabine Henkel führt Lutz Brockmann durch die Residenz. Der Verdener Bürgermeister, und ehrlich gesagt macht uns das auch etwas stolz, ist ehrlich angetan von der Atmosphäre, die unser Haus und die Menschen ausstrahlen. Ich war verwundert, als ich reingekommen bin, wie wohnlich es ist. Da war der erste Moment sozusagen sehr behaglich. Ja, hier fühlt man sich wohl, also fühle ich mich jedenfalls wohl. Und das ist etwas, was nicht in jeder Seniorenresidenz zu spüren ist. Also diese Menschlichkeit sozusagen, diese Wärme. Im Gespräch mit Dr. Ulrich Kranz stellt Lutz Brockmann weitere Vorteile fest. Und das Schöne ist jetzt, hier haben wir großzügige Räume. Also es ist ja nochmal was Besonderes, wenn man sagt, so, hier habe ich ja wirklich Abstand und trotzdem eine Gemütlichkeit. Das ist ja beides, nicht? In diesem Raum, der ist ja relativ groß, dieser Raum, und trotzdem habe ich viele Nischen, wo ich gerne sein kann. Ne? Und nun, wie versprochen, endlich in den Garten. Boah, wow! Das ist ja ein wunderschöner Garten. Klasse! Ja, ich bin kleine Kinder und einsam und nicht dran. Da blinkt die See, da blinkt die Schee, das ist mein Vaterland. Das ist wunderbar hier. Vom Garten der Blick auf den Schülerweg. Da werden ja die Kinder zur Schule fahren. Morgens sind die alten Leute vielleicht noch so am Frühstücken, aber wenn die mittags von der Schule zu Hause kommen, dann sieht man sich hier und kann sich zuwinken oder begrüßen. Das ist natürlich wunderbar. Klasse, sowas. Es freut uns sehr, dass der Funke übergesprungen ist.
Bevor wir gleich weitere Räume zeigen, Zeit zu überlegen, für wen eines unserer knapp 100 Zimmer das richtige Wohlfühl-Zuhause ist. Dr. Ulrich Kranz, selbst Vater einer Tochter, weiß, worauf es ankommt bei der Auswahl einer Pflegeeinrichtung. Was wir bei K&S oder wenn ich auch privat gefragt werde, was macht ein gutes Pflegeheim aus oder was wäre meine Empfehlung, dann sage ich zuallererst immer, suchen Sie sich ein Pflegeheim aus, was möglichst nah an Ihrem eigenen Wohnort liegt, damit Sie Ihre Großeltern, Ihre Eltern möglichst oft selber besuchen können. Wir bieten ein familiäres Umfeld, wir bieten ein Zuhause, aber der Besuch der eigenen Enkel ist durch fast nichts zu ersetzen. Insofern sollte man darauf achten, dass das Haus immer in der Nähe ist. Und das tun wir bei K&S, dass wir möglichst immer innenstadtnah oder verkehrsgünstig unsere Häuser bauen, um genau das bieten zu können. Unter den Bedingungen von Corona ist es aktuell nicht möglich, Hausrundgänge oder einen Tag der offenen Tür zu gestalten, so wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Am besten ist es, Sie wenden sich an die Verwaltung, dort wird ein Termin ausgemacht. Wir haben einen beschützten Besucherraum, wo Sie sich direkt mit der Verwaltung, Residenzleitung, Pflegedienstleitung über die Punkte, die Sie interessieren, an diesem Haus auch unterhalten können. K&S Senioren Residenz in Pferden, Klammer, guten Tag. Der Erstkontakt ist von besonderer Bedeutung. Hier achten wir darauf, dass gerade auf die Bedürfnisse und Fragen feinfühlig eingegangen wird, wohl wissend, dass es um die Zukunft der Liebsten geht. Diese ganze Pflege an sich ist natürlich auch für einen Angehörigen echt schwierig. Und diese Verantwortung abzugeben, ist, glaube ich, für manchen erst eine Überwindung und hinterher dann doch die gute Entscheidung. Ja, und viele haben ganz viele Fragen am Anfang und manchmal sind die ganz froh, wenn sie dann erstmal diesen ersten Schritt gemacht haben, sich beraten zu lassen und sich vielleicht eine Einrichtung mal anzugucken und dann doch ganz froh zu sein, dass das so positiv ist. Wir haben ja nun auch ein schönes Haus hier bekommen, von daher denke ich, die meisten Leute, die dann kommen werden, sind sehr überrascht, was es für Möglichkeiten gibt. Wir möchten Ihnen nun gerne unsere Residenzleitung Frau Gabriele Schwarz vorstellen. Sie nimmt uns konkret an die Hand und zeigt uns im Haus weitere Highlights. Ja, hier sehen Sie unseren Vitalzirkel. Das sind seniorengerechte Sportgeräte, wo unsere Bewohner sich ertüchtigen können und das halt eben mit Geräten. Unsere Betreuungskräfte sind speziell ausgebildet, auch in diesem Bereich. Noch ist der Raum ein bisschen kahl, es soll ja auch hier ein bisschen um Wohlgefühl gehen. Das heißt, wir werden hier noch Bilder bekommen, die so ein bisschen zum sportlichen Thema passen. Und ja, wer rastet, der rostet. Hier kann man richtig loslegen. Hier sehen Sie unser ganz besonderes Angebot für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, die auf anderen Kommunikationswegen erreicht werden sollen, über Farben, über Bildschirmangebote, über Gerüche, über Musik. Ein ganz besonderes Angebot. Ja, hier sind wir im Café Pfeiffer. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt durch die Corona-Pandemie eröffnet. Aber nichtsdestotrotz wird man sich hier wunderbar aufhalten können mit Angehörigen, einfach um in einer anderen Atmosphäre Kaffee und Kuchen zu sich zu nehmen. Sie sehen an den Bildern Café Pfeiffer, Pfeiffer mit 3F, wird Ihnen bekannt sein. Heinz Rühmann, der Film Die Feuerzangenbowle, finden Sie in den Bildern wieder. Ja, das ist unsere Solo-Oase, ein bisschen Strandfeeling. Sie können sich hier gemütlich hinsetzen, unsere Bewohner, gerne auch Angehörige, gerne auch Betreuungskräfte oder Mitarbeiter. Und aus dem Raum dahinter wird mit einem Gerät salzhaltige Luft in den Raum eingebracht und man kann hier solehaltige Luft einatmen. In diesen außergewöhnlichen Zeiten findet die Eröffnung und symbolische Schlüsselübergabe etwas anders statt. Der hohen Wertschätzung und Herzlichkeit tut dies aber keinen Abbruch. Im Gegenteil, wir stehen immer zusammen, kein Lippenbekenntnis, sondern unsere Firmenphilosophie.
Wir unterstützen Sie jederzeit, wenn Sie unsere Unterstützung braucht, aber in erster Linie ist es Ihr Haus. Es gibt bestimmte Rahmenbedingungen über unser zentrales Qualitätsmanagement, aber darüber hinaus hat Frau Schwarz gemeinsam mit ihrem Team, vor allen Dingen mit Frau Zart, viele Freiheiten, um dieses Haus leben zu lassen, um es wirklich auf die individuellen Bedürfnisse dann auch mit den Angeboten anzupassen. Und wenn Mitarbeiter mitarbeiten können, wenn sie sich einbringen können von der Pflegehilfskraft, von der Mitarbeiterin, die in der Küche, dann haben sie diesen Team Spirit. Wenn wir jetzt von oben immer alles vorgeben würden, kann das einfach nicht entstehen. Also ich freue mich sehr auf die Einzüge der Bewohner. Und ich freue mich einfach darauf, wieder mit den Bewohnern, mit den Angehörigen Gespräche zu führen. Das ist einfach etwas, was für mich total wichtig ist, was ich einfach sehr liebe, und da freue ich mich sehr drauf. Und ich hoffe, dass meine Mitarbeiter sich darauf freuen, mitgestalten zu können. Die sollen eingebunden werden, die sollen nicht außen vor sein und das tun, was man ihnen vorgibt, sondern wir versuchen, unsere Mitarbeiter zu ermuntern, sich zu beteiligen, einfach ihre Ideen mit reinzubringen und dass wir das gemeinsam gestalten. Das ist nicht nur mein Haus, das ist unser Haus. Die Leidenschaft sind die alten Menschen, definitiv. Und ganz speziell für mich die Demenzerkrankten. Ich muss was mit Menschen machen und gerade alte Menschen. Es gibt viele, die haben keine Angehörigen mehr. Und man ist auch so ein bisschen Angehörigenersatz, Familienersatz. Und das möchte ich einfach gerne sein. Also man möchte mit den Menschen etwas erleben. Man erlebt den Alltag mit denen, man erlebt Höhen und Tiefen. Die Mitarbeiter will immer sozusagen gekümmern. Also die Chefs, die kümmern sich um die Mitarbeiter. Ich meine, ohne die Mitarbeiter läuft hier nichts. Ja, weil wir leisten was. Und daher, es würde für mich ein super, super, duper Team werden. Also auf jeden Fall ist festzustellen, dass da wirklich schon eine gute Stimmung absolut, ist. Absolut, absolut. Wir haben Spaß, wir haben Spaß. Es ist auch locker, finde ich. Obwohl man sich ja noch gar nicht so richtig kennt, aber es macht Spaß, ja. Das ist schon die halbe Miete, oder? Absolut, absolut, ja. Mhm. Ich erlebe das auch immer wieder im Team, dass da ganz viel Herzblut einfach drin steckt. Und auf der anderen Seite, wenn eine ältere Dame zu mir sagt, das ist ein wunderschönes Haus, ich fühle mich hier wohl, dann gibt es fast nichts Schöneres. Ich denke, dass wir eine Bereicherung sind. Also wir wollen das auf jeden Fall sein, weil dieses Haus soll mit Leben gefüllt werden. Das heißt, Menschen, die hier einziehen sollen, auch weiterhin hier leben können. Nach ihren Vorstellungen. Wir wollen nicht vorgeben, wie das Leben gestaltet werden soll, sondern die Bewohner sollen selber sagen, ich bin immer ein Frühaufsteher gewesen, ich möchte früh aufstehen, ich war immer ein Langschläfer, ich möchte lieber lange liegen bleiben. Das möchten wir einfach auch gerne bedienen. Wir wollen unsere Dienstzeiten danach anpassen. Wir wollen, dass die Bewohner das Wort haben, wie sie versorgt werden wollen. Danach wollen wir gehen. Also wenn ich so ein Bewohnerzimmer haben möchte, dann kann ich bis auf das Pflegebett alles austauschen, was dort an Möbeln drin ist. Also die Zimmer sind normalerweise ausgestattet mit einem Pflegebett, einem Tisch, zwei Stühlen und einem Nachtschrank und einem großen Kleiderschrank und einem Sideboard, sodass man eigentlich alles hat, was man braucht. Der Vollständigkeit halber nun hier noch einen Einblick in unsere Hauswirtschaft. Unsere Tochterfirma Care Service kümmert sich mit großem Engagement um dieses Thema. In der Küche wird für das kulinarische Wohl gesorgt. Unser Küchenleiter trägt Sorge dafür, dass auch individuell gewünschte Mahlzeiten zubereitet werden und das sogar bedarfsgerecht zeitlich so flexibel wie möglich. Frau Zarrat bringt es zum Abschluss nochmal auf den Punkt, was für uns und vor allem für unsere Bewohner das Wichtigste ist. Und in diesem Haus soll einfach Leben sein. Also viel lachen und viel Spaß haben, aber auch mal Sorgen äußern können. Das ganz normale Leben soll hier weitergehen. Das ist unser Plan. In diesem Sinne haben Sie nun einen umfassenden Überblick über unser neues Haus hier in Verden und unsere Unternehmensphilosophie bekommen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder direkt mit uns sprechen möchten, tun Sie das gern. Rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie.